Markus Pallert pfeift die Partie an. Lukas Pretschner im Aufschlag. Und du hast es schon angesprochen. Gesprochen mit den Aufschlägen kann er das Team kaputt machen. Das Problem ist ja, wenn man mit Aufschlag selber anfängt, braucht man zwei Breaks mehr als der Gegner. Die beiden eben gut durchbringen müssen, ihren eigenen Sideout. Einer ist gut. Und den kachelt er erstmal ordentlich ein. Schon unter Druck zu setzen, da reichen keine Einwürfe. Ja, wir sehen wieder die Aufschläge von der linken Grundlinie gehen. Der Rhythmus ist ein bisschen gestört. Und dessen da der Rhythmus nicht so wirklich gestört wird. Annahme ist sehr gut. Wobei man natürlich mit Robin einen Blocker hat, der den Line-Shot potenziell sehr, sehr hoch machen kann. Heißt sehr viel Zeit für den Verteidiger. Der World Tour zu sehen waren und auch schon einige Trainingslager anscheinend gespielt haben. Sie bleiben bei dem Aufschlag von der linken Grundlinie. Jetzt eben genau dieses diagonale auf erstes die First Ball Sideout. Fehlerlos. Oh, da war er knapp an der Linie fast schon. Oh, löst sich sehr spät, Robin, aber sehr guter Ball. Der Touch war auch, war schwierig. Oh, das macht er schlau. Zueinander auch. Gab es ja nach der Niederlage. Im zweiten Spiel, das letzte Spiel des Tages, dass sie dann gegen... Na, schauen. Wir schauen es direkt nach. Vielleicht im zweiten Spiel ist der Chat auch schneller. Genau. Oh, das ist der Block da von Robin. Also jetzt ist er da, jetzt der Block. Jetzt der Block zählt da. Also auch. Lukas, so nach dem Motto, muss das sein. Der Abwehrspieler im Zweifel noch weniger, das ist richtig. Ja, langer Floaty, gute Variante. Ja. Name ist schwierig, Robin. Boah. Aber mal ein ordentliches Gerät. Wenn man einen Schritt unten macht, ist es eine deutliche visuelle Q für den Block, für den Angreifer. Das Thema Dünal früh frei. Den hat Lukas, der war easy. Du spielst ein bisschen weg. Unglücklicher Touch für David Schweiner. Wurde. Oh, der war knapp am wieder knapp. Vorbei. Annahme diesmal gut aus dem langen Floaty. Auf die Höhe von Robin Sobat zu kommen. Der geht knapp ins Aus. Änderung ist dran. Wort klar. Okay, Chat scheint sich da Chat einig ist zu sein. Ist sich einig. Bei Perusic Schweiner, weil Robin und Lukas ein sehr gutes Sideout spielen. Jetzt. Ja. Davor haben die Sagis gewonnen. Eine Annahme, die nicht so gut war. Berechtigte Kritik von Lukas. Was ein schöner Poke. Ordentlich Aufschlagdruck von Lukas. Es geht weiterhin. Haupt. Kriegt er den? Nein, der ist zu weit weg. Balljunge läuft zwar weg. Und zwar Matchball. Das war Matchball. Meinte Dirk zumindest. Also die Story hat mir Dirk auch erzählt im Chat. Vielleicht kann die jemand bestätigen. Wir bleiben kurz beim Spiel, weil so war sich und will es dann forcieren. Aber wer will es ihm übernehmen? Bisher perfekte Quote. Lukas, was ein Winkel! Einem gut. Pass Kopf über außen und die Lösung ist Weltklasse. Sie haben jetzt Lukas so ein bisschen auserkoren. Perusic ist da. Zwei Unterschied, Matchball, Seidel, Waller, Perusic verteidigt einen Angriff, aber das Ballmädchen fängt den Ball davor, bevor Schweiner den anspielen konnte. Und dadurch Keine Match Lösung. Verloren. Block angeschlagen. Ist das gut gespielt. Es bleibt aber dabei. Ich wollte gerade sagen, wenn Lukas und Robin ihren Sideout durchkriegen und... Also vor allem ohne Annahme. Ja, eine Nasenbluten-Nicht-Annahme. Nicht-Annahme. Oder vielleicht hat die Nase geblutet, als er dahin ist. Annahme ist gut. Ja, die Lösung ist sehr souverän. Ja, und es spricht ja einfach für sich. Robin, da überdreht er ein bisschen. Es ist halt nur zu einem ganz unangenehmen Moment. Sehr schlau gemacht von Lukas. Ist das eine Weltklasse er aus. Und dann ist da Lukas, Robin da. Und unfassbares Slay. Gut gespielt. Fällt mal hier gerade ein bisschen Pause. Und uns, dass wir uns das Replay anschauen können. Ja, das war wichtig. Oh, Lukas schlau, finde ich sehr gut, um in Satz 1 drin zu bleiben. Lukas und es ist Lukas Aufschlag ins Aus.
Sie haben sich auf jeden Fall jetzt auf Lukas festgeschossen. Ja. Sein Körper hinter dem Ball. Dieser eklige Kurze. Gute Sicherung. Aber ich glaube, wenn sie den challengen. Ja. Dann haben wir das erste Mal nicht so ganz gut. Die Lösung ist sehr gut. Das, der Ausgleich zum 2-2. Hat er ja auch im ersten Satz schon einmal erfolgreich gemacht. Mhm. Aber der natürlich auch sehr gut platziert. Das ist nicht einfach für den Verteidiger. 14-10 und dann trotzdem keine Panik zu bekommen, nochmal ein bisschen mehr zu pushen. Und dann eben den Satz in entscheidenden Momenten. 50% Aufschlag reichen dann nicht ganz. Vielleicht muss Lukas wieder ein bisschen mehr Mut in seinen Aufschlag packen, weil jetzt gerade... Du musst weiterhin Vollgas geben. Vor allen Dingen mit der Side-Out-Quote, die sie gerade haben. Ja. Tun Aufschlagfehler immer ein bisschen weh. Aber das ist so ein Was-wäre-wenn. Was wäre denn, wenn ich ihn rüber gemacht hätte? Oh, schwieriger Pass. Sehr guter Abwehr. Herr Rusic. Und das ist so unfassbar gut. Andrej Perusic, der denkt sich da, hey, ich schaue mir einfach an, ich habe die perfekte Abwehr gehabt, ja. Wo heiß. Frei ist. Hat er ein, zwei Mal gemacht, dann kam eben der Line-Shot über Robin drüber, der dann natürlich auch nicht so super schnell sein muss. Auf jeden Fall Weltspitze, brauchen wir nicht drüber reden. Weltspitze. Mit Hybrid-Variante. Annahme ist sehr gut. Anwurf ist gut. Ja, ja. Das sind die wir brauchen. Bisschen was ein Pass auch schon. Oh, zu dicht. Oh, das war ekliger Float dann rausgelöst. Ja, Diagonalaufschlag. Genau dieser so ekelhafte Aufschlag. Und der geht dann direkt rüber. Oh, das war kein guter Kontakt eigentlich von David Schweiner. Ganz, ganz schwer anzunehmen. Auch da wieder ein bisschen zentraler. Noch besser in den Floaties. Ah ja. Mhm. Ja. Als Blocker will. Und da ist wieder dieser eklige kurze Diagonalaufschlag. Und da hat Lukas so seine Mühe und Not damit. Diagonalen Ball gar nicht ran. Ist auch gar keine Gefahr für David Schweiner. Na gut. Leider war die Netzkante da noch da. Und dann die Lösung im Block als auch in die Diagonale. Jetzt gerade haben wir Robin sehr oft gesehen, dass er deutlich in der Linie sich positioniert hat, um eben dann den Linienblock sehr hoch zu machen. Und kann dann von dort aber schwierig in die Diagonale agieren. Oh, was ist Robin? Robin die Abwehrkatze und jetzt schnappt ihn sich Lukas. Nein. Ja. Lösung, kurzer Cutshot mit dem Pokey. Hat bisher immer funktioniert. Warum soll er was ändern? Ja, und wieso soll er was ändern, wenn der 10 von 12, glaube ich. Ja, das Gerät auspackt. Nee. Außenschulter von Lukas. Das wieder ein bisschen weit weg. Ja! Lösung ist sehr gut. Ganz gut funktioniert. Top-Spin. Top-Spin. Oh. Ja. Hey, kein Kommentatoren-Jinx. Niki. Wirklich. Schlag von Lukas genauso geil. Drauf ist auch wieder ganz knapp am Übel. Tritt. Meiner. Oh, Robin ist da. Robin Sova. Der Hacker-Gaul. Und Lukas ist in der Zone. Lukas hat Flow. Oh. Lukas hat den Flow. Belohn dich! Ja, belohn dich! Macht es. Komplett in seiner eigenen Welt gerade. Auch sehr schön, oh, sehr jetzt mal einen kurzen reinzustreuen. Oh, aber ja, das ist so cool. Stark. Die André und David jetzt brauchen. Höchsten Risiko sind, aber die so gut positioniert sind. Ja, richtig. Oh. Der ist noch ein bisschen schwieriger genau, zu kriegen noch für den Abwehr. Oh. Struggles bei Robin in der Annahme. Oh, aber gute Lösung eigentlich von Lukas. Oh, es geht weiter. Und da ist er da. Oh, das ist zu langsam. Aber es geht weiter. Robin muss richtig ackern. Und Lukas haut den rein. Und Berlin steht und lebt. Und ich meine, das ist ein Sideout, den Lukas jetzt gemacht hat. Geht jetzt zum Aufschlag mit dem Selbstbewusstsein. Nochmal den starken hinterher. Boah, das ist halt. Schöne Kontakte da gehabt, aber Problem in der Annahme wieder. Wieder die geht nur der Dankeball im Grunde genommen. Oh, der ist dicht. Den hat Lukas! Was läuft? Den hat Lukas! Robin! Robin jawohl! Oh, es geht Gott. Weiter! Jetzt kurz durchlaufen, Robin, und jetzt schnapp ihn dir im Block! Ah. Period. So, jetzt ist Robin wieder im Fokus. Oh, und er schlägt oben ab! Schön, hat dann einmal so ein sehr souveränes Side-Up durchzuspielen. Guter Aufschlag.
Oh, den hat Lukas! Versuch nochmal ihn abzuwehren. Cutshot! Ja, ja, den hat er gut! Den Hammer-Match, was wir hier gerade haben. Oh, Lukas. Hammer gut. Oh, der ist knapp im Aus! Langer Aufschlag. Geht wieder auf Lukas jetzt plötzlich. Ist gut. Ja, und der wählt die Nerven. Lösung. Robin. Da ist er wieder, Diagonalaufschlag auf die Außenschulter, Annahme gut, ein bisschen weg. Und Lukas zieht wieder diagonal durch. Da muss er jetzt auch weitermachen. Wow, das ist das von Lukas Pretschner. Diese Outstanding Moments. Ein bisschen weiter auf David Schweiner. Jetzt Robin, schnapp ihn dir im Block. Nein. Einige Stirnen da draußen. Oh, das ist Robin ist der Affe. Spielen alles einhändig und Robin holt jetzt aus. Jetzt Rolleraufschlag. Jetzt Robin über die Mitte. Oh, da geht's. Aber David Schweiner ein bisschen vorsichtig in der Annahme. Der Perusic, was sie da jetzt spielen wollen im Break. Aus. Der Aufschlag ist im Aus. Bereit. Annahme ist sehr gut. Ja. Oh, was ist aus? Das gibt's nicht! Die Kugel mit wahrscheinlich 100 km/h Seite. Und dann geht's schnell. Oh, und Robin hat die Chance im Block. Und der schaut diesmal nicht rüber. Die Linie untergräbst. Das Problem ist halt, dass man häufig die Linie nach vorne schiebt durch den Sand, den man bewegt. Und Robin ist da im Block, aber das ist im Aus. Gerade in unserer Challenge sieht es dann häufig so aus, als ob die Linie nur nach vorne geschoben wird. Und Lukas bleibt cool im Sideout. Lukas im Aufschlag, leichter Gegenwind. André Perusic gefordert. Kopfpass. Und da ist Lukas, aber der Kontakt reicht nicht aus. Vielleicht da die Hoffnung, dass der Angreifer das nicht sieht, dass er den Schritt rummacht. Diagonale zu spielen. Guter Aufschlag von Robin. Mhm. Aber passt auch gut. Und für David Schweiner. Hast du recht. Du spielst gut. Und Robin scheißt sich gar nichts. Perusic mit 64% der schlechteste. Ja. Den hast du, Lukas. Und jetzt belohn dich. Cut. Nein. Der ist im Aus. Es geht in den dritten Satz. Der geht nicht rüber. Eingeschossen mit seinen Rotationsaufschlägen. Und macht auch genau da weiter. Aber du hast halt trotzdem. Und Robin ist da. Yes. So hype wie die im Moment ist. Aber jetzt konzentrieren wir uns weiterhin aufs Spiel. Annahme Lukas. Ist schnell, Pass ist sehr. Geil. Die beiden, die gar nicht fest im Team sind, kennen sich jetzt hier einfach nur die geilste Zeit ihres Lebens. Team Tschechien ist und war nie gefährdet. Naja, da hast du, glaube ich, eine sehr exklusive Meinung. Oh, ein Ass hinterher, Lukas! Das ist natürlich auch Selbstbewusstsein, was dann dazu kommt. Oh! Und das nächste Ass! Lukas war kurz aufgeladen. Und es hat alles geklappt. Oh, und Robin! Mir fehlen fast die Worte. Ich weiß nicht, was hier passiert. Es ist unfassbar. Lukas und Robin mit. Weltweit gesehen. Jetzt decken sie natürlich Robin ein, weil Lukas absolut on fire ist und David Schweiner. Ich muss fast sagen, ist die Tick zu spät genommen. Robin, jetzt Cojones zeigen. Und es geht nochmal weiter. Den schnappt sich Lukas, der geht nicht ins Aus. Boah, der wäre so auf die Linie gefallen. Ja. Und Lukas! Oh. Robin bekommt den Druck. Ist ein bisschen zu vorsichtig in der Annahme. Nix Cut. Ja, völlig in Ordnung. Wenn du das Spiel verlierst aus Sicht der Tschechen. Oh, Robin! Heiler-Taste. Nur noch eine Heiler-Taste. Sehr deutlich diagonal angezeigt. Lösung kommt in die Linie. Ist ein bisschen zu deutlich für mich angezeigt. Oh. Kommt er noch rüber? André Perusic mit seinen sehr langen Armen. Oh, ist das cool! Dass sie das echt nicht challengen bisher.
Ja. So. Sicher, Lukas und Robin genießen das gerade richtig. Oh! Passt es gut. Passt es auch gut. Als ein Team von Robin und Lukas Kaliber durchspielen. Oh, was ein ekliger Shot davon. Oh. Der Ball geht direkt rein von Andrej Perušić. Rotationsaufschlag. Robin Annam ist sehr gut. Pass steht auch sehr gut. Ja. Aber David Schweiner ist da. Die harte Lösung, nicht erfolgreich. Und der Float. Annam steht. Line-Shot. Ja, den hat sich aber auch Andrej gedacht, aber der ist zu gut. Technisch nicht drum, ob er den noch bekommt oder nicht. Was ein Aufschlag nochmal von Lukas. Und jetzt sind wir da. Lukas ist da. Den kriegt Robin. Den kriegt Robin. Spiel zum Setup beenden. Robin bekommt den Ball. Nicht so überraschend. Annahme steht. Zuspiel ist gut. Jetzt ist es Robin. Robin und er mit macht den Line-Shot. Line-Shot. Und macht den Belohnt sich. Er hat er sie abgeguckt. Belohnt sich. Es ist die NBO, NBO, NBO. Eine neue Ordnung, eine neue Dimension. Es ist die NBO, NBO, NBO.